So, wir sind jetzt auf dem Mont Royal und schauen auf Montreal runter. Auf Montreal. Irgendwo da unten ist das Entwicklerstudio von Eidos Montreal. Und da schauen wir uns Thief an. Den Schleichshooter von Square Enix. There are those that believe the perfect heist lies in the preparation. Wie führt ihr den Spieler in die Welt von Thief ein, besonders im Hinblick darauf, dass Garrett zwar auf dem PC eine bekannte Figur war, jetzt aber zum ersten Mal auf PlayStation spielbar sein wird? Wir wollten es anders machen als in den alten Thief-Spielen, die einen mehr oder weniger unvorbereitet in die Spielwelt warfen, wodurch der Spieler es schwer hatte, sich zurechtzufinden. Das gilt insbesondere für die Steuerung. Wir wollen nicht, dass sich der Spieler erst ewig mit der Steuerung auseinandersetzen muss, sondern gleich ins Gameplay abtauchen kann. Daher haben wir viel Wert darauf gelegt, die Steuerung eingängig zu gestalten. Das ist ein wichtiges Element für modernes Spieldesign. Wir haben versucht, viel vom alten Spielgefühl der Thief-Spiele in ein modernes Design einzufügen, sodass man sich von Anfang an eben wie ein Meisterdieb in einer sehr detaillierten, stimmigen Welt fühlt. Was war die größte Herausforderung für euch, die Essenz der alten Thief-Spiele in ein modernes Design zu übertragen? Wo gab es Schwierigkeiten? Ich glaube, die größte Herausforderung bestand für uns darin, den unterschiedlichen Erwartungen der Spieler gerecht zu werden. Viele Spieler kennen noch die alten Thief-Spiele, sind mit der Hauptfigur Garrett und dem Setting sehr vertraut und möchten das natürlich auch in einer Neufassung so sehen, wie sie es eben mögen. Dabei gibt es unterschiedliche Vorlieben unter den Fans. The Dark Project besaß jede Menge Magie, The Deadly Shadows war eher gemächlich, in The Metal Age herrschte Steampunk vor. Die Leute sind daher gespannt, was wir in unserer Version von Thief präsentieren. Wir haben im Prinzip von allen drei Teilen die unserer Meinung nach besten Elemente miteinander kombiniert, um so die Marke Thief neu zu etablieren. In der Präsentation habt ihr ein sehr düsteres Szenario vorgestellt, mit zerstörten Straßenzügen, Haufen von Leichen, Gehängten. Das wirkt alles, als würde eine Seuche in der Stadt herrschen. Könnt ihr uns zum Hintergrund des Settings etwas verraten? Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon allzu viel darüber sagen kann. Dazu geben wir euch in baldiger Zukunft noch entsprechend mehr Informationen. Nur so viel. Grundsätzlich ist es so, dass ein Konflikt in der Stadt herrscht. Da ist dieser Adlige, der die Stadt mit eiserner Autorität im Griff hat. Und es gibt einen charismatischen Führer im Hintergrund, der die Bevölkerung davon überzeugen will, dass in der Stadt schlimme Dinge vor sich gehen und dass es Zeit für eine Revolution oder sowas in der Art ist. Das ist der grobe Hintergrundrahmen für die Story im Spiel. Und natürlich, Garrett steht dabei im Mittelpunkt in diesem Konflikt, obwohl er eigentlich nicht da hineingezogen werden möchte, letztlich aber keine andere Wahl hat. Und wie gesagt, kommt wieder und besucht uns, wenn wir euch mehr erzählen können. Ich bin sicher, unserem Narrative Director wird es eine Freude sein, euch mehr Details verraten zu können. Denn der erzählerische Aspekt in Thief ist sehr, sehr wichtig. Das Spielerlebnis lebt von seiner starken Geschichte. Neben der Story spielt ja auch die Spielwelt eine wichtige Rolle. Ihr habt in der Präsentation eine ziemlich große Stadt gezeigt, die man erkunden kann. Wie genau geht das vor sich? Habe ich als Spieler die freie Wahl, wie ich die Stadt erkunde, oder spiele ich einfach Missionen nacheinander durch? Die Struktur im Spiel ist, wie wir vorhin schon kurz ansprachen, sehr vom erzählerischen Aspekt getrieben. Wenn du also ein Spieler bist, der tief in die Geschichte abtauchen will und diese ohne Unterbrechung erleben will, dann kannst du das tun, indem du dich strikt an den Missionen orientierst. Wie du aber schon richtig bemerkt hast, ist unsere Geschichte in einer sehr großen Stadt eingebettet. Die Stadt haben wir in verschiedene Bezirke aufgeteilt. Im Laufe der Geschichte besuchst du natürlich all diese Bezirke, in denen die Missionen die Story vorantreiben. Aber ja, wer möchte, kann darüber hinaus in den Bezirken jede Menge zusätzliche Inhalte erleben, wie etwa Sidequests oder einen Bezirk nach Lust und Laune erkunden. Auch hier sei gesagt, dass wir euch dazu in der Zukunft noch viel mehr Details verraten können. In Thief spielt ihr keinesfalls nur strikt linear Mission für Mission für Mission, ihr werdet eine Menge spielerische Freiheit erleben.
Würdet ihr sagen, dass das Leveldesign so ähnlich gestaltet ist wie in Thief: Deadly Shadows, wo Garrett zwischen den Missionen ja auch eigenständig agieren konnte, um beispielsweise in beliebige Häuser einzubrechen? Ja, also ich meine, ja, doch, du hast recht, es ist in der Tat eher eine Frage des Leveldesigns, was du außerhalb der Mission in Thief erleben kannst. Okay, ich kann euch jetzt noch nicht zu viele Details darüber verraten, aber es ist so, dass ihr beim Erkunden der Stadt auf Dinge stoßt, die eure Neugier erregen, wo ihr sagen werdet, Moment, das sieht interessant aus, das schaue ich mir genauer an. Ich meine, Garrett ist nun mal ein Dieb, also geben wir dem Spieler auch die Möglichkeit, sich als solcher auszutoben. Es gibt Geheimnisse zu entdecken, selbst Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen. Wir wollen den Spieler dazu verleiten und neugierig machen, immer tiefer herumzustochern, den Geheimnissen im Spiel auf den Grund zu gehen. Bleiben wir beim Thema Herumstochern. Welche Vorteile habe ich als Spieler, wenn ich mich dafür entscheide, einen Bezirk komplett zu erkunden? Wir haben uns einige Dinge überlegt, um den Spieler für seine Neugier zu belohnen. Wenn du beispielsweise in ein Haus einbrichst, liegt dann nicht nur einfach Beute herum. In Zusammenhang mit dem Objekt, was du stiehlst, kann sich eine eigene neue Story entwickeln, die dich dann zu anderen Orten hinführt. Wenn du die Bezirke erkundest, findest du auch viele nützliche Dinge für Garrett, zum Beispiel mehr Werkzeuge oder Pfeile. Oder du entdeckst spezielle Beutegegenstände, vielleicht sogar Teile einer wertvollen Sammlung, die du vervollständigen kannst. So erhältst du viele Anreize, die Bezirke in der Stadt auszukundschaften. Es ist Teil unseres Spielkonzepts, dass sich der Spieler denkt, okay, lassen wir mal die Hauptgeschichte ein Weilchen ruhen, hier gibt's ja so viel mehr für mich zu entdecken. Das zu erreichen ist unser erklärtes Ziel mit Thief. Wir möchten, dass der Spieler das Gefühl hat, sich in einer offenen Spielwelt zu bewegen, in der er entscheiden kann, wohin es als nächstes geht. In der Präsentation hat sich Garrett ausschließlich mit Stadtwachen herumgeschlagen. Gibt es denn auch andere Gegnertypen im Spiel, etwa Zombies, Geister, Spinnen etc., so wie in den früheren Thief-Spielen? Nun, ausschließen möchten wir zu diesem Zeitpunkt nichts, aber wir haben schon den Fokus darauf gesetzt, aus Thief kein Magiespiel zu machen, so wie es etwa noch in Dark Project der Fall war. Es gibt aber einige wichtige mystische Aspekte in Thief, die wir aufgreifen und als Basis ins Spiel integrieren. Aber ihr werdet mit Sicherheit keine Feuerbälle oder so etwas verschießen. Wir möchten, dass Thief seine mystische technische Stimmung durch das ganze Spiel beibehält und nicht zu sehr ins Fantasy abdriftet. Wenn Garrett von Wachen entdeckt wird, muss man dann zwangsweise in den Kampf übergehen oder kann man versuchen, die KI zu überlisten, sich beispielsweise in Schatten zu flüchten und abzuwarten, bis sich die Situation wieder beruhigt hat? Wie du es schon ansprichst, war es für uns sehr wichtig, eine ordentliche KI für Thief zu entwickeln. Das Ziel dabei ist es, dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, dass etwa die Wachen möglichst menschlich reagieren und nicht einfach nur nach einem Schwarz-Weiß-Muster handeln. Wir haben viel Aufwand in die KI reingesteckt, um damit dem Spieler das Gefühl zu vermitteln, sich in einer realen Umgebung zu befinden. Wie genau das funktioniert, dazu wird Daniel euch ein Beispiel geben. Daran seht ihr hoffentlich, ja, dass es nicht nur Alarm an, Alarm aus Situationen im Spiel gibt, sondern dass es fließende Übergänge im Verhalten der KI gibt. Oh, du spielst mir die heiße Kartoffel zu. Was heißt die heiße Kartoffel? Ich weiß, dass du die perfekte Antwort auf die Frage hast. Ist okay, also der wichtigste Aspekt in Sachen KI ist für uns, dass sie möglichst glaubhaft rüberkommen soll. In einer Art und Weise, die ihr von einem menschlichen Verhalten ebenfalls erwarten würdet. Die Herausforderung dabei ist, dem Spieler dabei auch verständlich zu machen, was um ihn herum gerade passiert, ihm entsprechendes Feedback zu geben. Zeichen dafür sind beispielsweise die Äußerungen, die Wachen von sich geben, oder auch ihre Körpersprache, Dinge, die sie tun, wie sie nach Garrett Ausschau halten, nach ihm suchen etc. Es gibt eine große Bandbreite an gegnerischen Verhaltensmustern, die euch vermitteln, ja, die Wachen suchen intensiv nach mir. Eins der Dinge, die wir für besonders gut gelungen in Thief empfinden, ist die Art und Weise, wie Wachen nach Garrett suchen. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, geht es nicht darum, dass die Wachen stur wie eine Rakete auf euch zugeschossen kommen und euch töten, sondern wir wollen dem Spieler die Chance geben, sich dann auch aus dem Staub machen zu können. Eine Wache wird nicht einfach blindlings hinter jemandem herstürmen, von dem sie gar nicht weiß, um wen genau es sich handelt.
Wenn sie etwas in den Schatten bemerken, agieren die Wachen zunächst vorsichtig und zurückhaltend und versuchen, sich euch langsam und behutsam zu nähern, um eben herauszufinden, was da in den Schatten vor sich geht. Wenn ihr vor ihnen panisch weglauft, nehmen sie ebenfalls schnell die Verfolgung auf. Wir wollen erreichen, dass die KI eben auf das Spielverhalten reagiert und nicht sturen Mustern folgt. Als Spieler könnt ihr versuchen, den Wachen aus dem Weg zu gehen, während sie nach euch suchen. Wenn die Wachen einen verdächtigen Ort gründlich durchsucht haben und zur Überzeugung gelangen, dass niemand da ist, sagen sie Dinge wie, er muss wohl verschwunden sein, so dass ihr euch ins Fäustchen lachen könnt, weil ihr euch eben gut genug versteckt habt. Ihr müsst eine Alarmsituation entsprechend ausnutzen, aktiv den Wachen aus dem Weg gehen. Daraus entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel mit der KI der NPCs. Garretts Spezialausrüstung macht einen wichtigen Teil des Spiels aus. Könnt ihr schon etwas dazu sagen, mit welchen Spielzeugen Garrett herumtüfteln kann? In früheren Thief-Spielen gab es allerlei Minen und diverse Pfeile, um die Umgebung zu manipulieren. Klar, es macht immer Spaß, neue Ausrüstung zu finden, mit der man herumspielen kann. Das ist ganz klar ein Aspekt, an dem wir in Thief intensiv arbeiten. In der Präsentation heute habt ihr beispielsweise den Trockeneispfeil im Einsatz gesehen, mit dem ihr Lichtquellen löschen und somit neue Schattenbereiche erschaffen könnt, um durchzuschleichen. Dabei reagieren NPCs in der Umgebung darauf, sagen dann beispielsweise, hey, der Wind muss das wohl ausgeblasen haben und zünden die Lichtquelle wieder an. Wenn ihr aber zu oft das Licht mit dem Pfeil löscht, wird das den Wachen verdächtig vorkommen und sie beginnen nach dem Grund dieser Störung zu suchen. Je weiter ihr dann im Spiel vorankommt, umso mehr Möglichkeiten habt ihr, auch andere Hilfsmittel einzusetzen, umso weniger Verdacht zu erregen. Schade, dass ihr den Seilpfeil nicht eingebaut habt. Für viele Thief-Fans das klassische Thief-Utensil. Stattdessen benutzt Garrett wie in Deadly Shadows eine Klaue zum Klettern, kombinierbar mit einem Seil. Aber warum habt ihr euch gegen den klassischen Seilpfeil entschieden? Die Klaue ist ein sehr wichtiges Werkzeug für Garrett und sogar mit der Story verbunden. Mit der Klaue habt ihr die Möglichkeit, euch vertikal durch die Levels zu bewegen. Aber gut, ich nehme deinen Vorschlag mit dem Seilpfeil entgegen, vielleicht kann ich euch später mehr dazu sagen. Könnt ihr zusammenfassen, was deutsche Thief-Fans vom Reboot erwarten dürfen? Meiner Meinung nach haben wir mit Thief unsere Hausaufgaben ordentlich gemacht. Spieler, die mit Thief sehr vertraut sind, finden mit Sicherheit genau das wieder, was sie sich von einem Thief-Spiel erhoffen. Wir haben uns sehr genau das Feedback der Thief-Spieler in den Eidos-Foren angeschaut und dabei trat immer wieder die Frage auf, wie casual das Spiel sein wird. Wir wissen, dass deutsche Spieler sehr gute Spieler sind, vor allem bei Titeln mit Ego-Perspektive. Was ich sagen würde ist, wenn ihr Thief casual spielen wollt, ist das natürlich möglich. Wählt ihr den einfachen Schwierigkeitsgrad, schaltet alle optionalen Hilfetools zu und ja, genießt die Show. Aber wir werden auch einige wirklich, ja, sadistische Spielmodi in Thief drin haben, für all die Spieler, die eine richtige Herausforderung suchen. Zum Abschluss durften wir noch die Traditionsschmiede mit dem nicht besonders originellen Namen Le Forge de Montréal besuchen. Eidos Montréal hat hier den Spezialbogen von Meisterdieb Garrett als echtes Modell in Auftrag gegeben. In über 600 Mannstunden Arbeit entstand in aufwendiger Handarbeit der fertige Bogen, aus Titanium geschmiedet. Das Feedback der Schmiede, wie der Bogen beschaffen sein muss, damit er funktioniert, floss wieder zurück in das Modell im Spiel. Im Rahmen unseres Besuchs bekamen wir hier einen Einblick in die Schmiedekunst. Wenn die Entwickler bei allem so viel Wert aufs Detail gelegt haben wie bei diesem Bogen, erwartet uns ein Spiel mit Tiefgang.